diesem Morgen. Es ist Mittwochmorgen, ich bin gerade in Genf angekommen und ich habe einmal keinen Helm dabei. Heute fahre ich nicht Skateboard. Es ist einfach zu viel Schnee, zu nass und das Antriebsrad vom Skateboard hat Riss bekommen. Natascha bringt mir heute oben einen Ersatz nach Bern, aber so ist aus Sicherheitsgründen nicht empfehlenswert zu fahren. Die letzten zwei Tage bin ich wirklich von morgen bis zu oben in Geschäftsworkshops gesessen und habe kein Video machen. Oh, mit Zug. Mit Zug. Okay, das hat nicht gelangt. Kein Vlog können machen. Was ich aber gemacht habe, sind verschiedene Sequenzen zu einem Skateboard-Test, den ich hoffentlich endlich das Wochenende produzieren kann. Es gibt den Starryboard-Langzeit-Test. Ich denke, ich werde bis dahin etwa 350 km auf dem Board haben und 2 Monate. Heute ist mehr oder weniger ein normaler Geschäftstag. Es geht vor allem um den Fortschritt von unseren 2 Spielen, die wir in Entwicklung haben, wo wir auch bald einmal werden ankündigen, worum es in diesen Spielen genau geht. Ja. Und sonst eine grosse Sache heute oben. Natascha und ich haben unser 10-jähriges Jubiläum. Ja, wir sind schon so alt. What are you doing? Je suis en train de monter une structure en aluminium, projet de la pour la VR. Je dois faire un beep pour ça. Wir haben gerade Aluminiumstruktur bekommen für ein Projekt, das wir machen. Es geht um Virtual Reality Entertainment in Shopping Malls. Das erste Projekt, das wir so haben, und das startet im Februar. Die zweite Geschichte, die mir gerade eingefallen ist, danke Sandra Nobs, dass du mir das dass du mir das erklärt hast. Ich habe mich immer gefragt, wieso das gewisse Leute mir sagen, sie bekommen die Meldungen nicht von meinen Videos. Das heisst, die E-Mails, die kommen, Ronny Vlog hat ein neues Video gemacht. Ihr müsst nicht nur abonnieren, wenn ihr alle Videos haben wollt, sondern müsst oben auch noch klicken auf das Bömbeli, auf die Glocke, dass ihr alle Benachrichtigungen haben wollt. Nur dann schickt euch YouTube alle Videos. Das ist quasi ein doppeltes Abonnieren. Who are you and what do you do? I'm Julian and I'm a graphic artist and at the moment I'm working on this character for the next series called Theon Leonie. Just say it's Leonie. I'm doing a turnaround and like that we can see the character. I do the same for Theo just here. TV-Serie ist eine lange Geschichte, die entsprechend viel Zeit braucht in der Planung und Umsetzung. Also es ist etwas, das wahrscheinlich erst in einem Jahr, eineinhalb, zwei wird realisiert werden. Aber die Charaktere dafür, die machen wir jetzt schon. Es ist immer schön, die Sachen in der Produktion zu sehen. Wie es langsam, bonjour, von der Illustration zum 3D-Objekt wird. Wir sind wie immer zu spät. Es sieht so aus, dass es lenkt rechtzeitig nach Bern kommt, weil sonst reißt mir die Natascha den Kopf ab, wenn ich zu unserem 10-jährigen Jubiläum zu spät komme zum Essen. Mittlerweile in Bern angekommen. Jetzt geht es ab in unser Lieblingsrestaurant in Bern. Ich denke, das können wir hier verraten. Das ist Steakhouse und es heisst The Beef Steakhouse. Hoi! Auch die Schweizer sind mittlerweile ein bisschen verrückt. Heute ist unser Jubiläumsessen. Aber wir sind eigentlich schon seit dem Montag 10 Jahre zusammen. Aber wir haben es leider müssen auf heute schieben. Wegen meinen 2-Tage-Workshop. Sieht super aus. Gehen wir rein. Wir haben sehr gut gegessen im Steakhouse unterwegs. Hi! Natascha, was ist aus deiner Sicht der Schlüssel zu einer erfolgreichen 10-jährigen Beziehung?
Mm.